Hier echt großes Ungeziefer. Ich brauche einen Kammerjäger. Okay, unterbrech mich bitte nie wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fahrt. Diese habe ich noch nie gesehen. Was hast du davon? Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht unterbrechen. Jetzt froh sein, dass ich dir noch aufhelfe. Nein, geh weg, Mann. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Echt großes Ungeziefer. Ich brauche einen Kammerjäger. Hallo und herzlich willkommen zu einer. Das ist ein Ausrufezeichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5. Du machst den Eindruck, als könntest du hier was bewirken. Anheuern. Wollen Sie Ärger, Mister? Ah, will ich Ärger? Ja, vielleicht würde ich hier Ärger. Repariert das Fahrzeug, das du fährst. Das braucht man nicht unbedingt, wa? Okay, zu Beginn des Kampfes Gegner. Erreiche Fokus, um diese Fähigkeit freizuschalten. Wow. Cliff Smith. Aber das ist halt Cliff, Mann. Ich kann doch Cliff nicht wegmachen. Der braucht doch keiner, oder? Entfernen, Mann. Bestätigen. Geh weg. Interessant. Oh. Milzekatze. Okay, da können sie schwieriger ausschwimmen. Oh, das ist krass. Anheuer. Guten Tag. Was kannst du? Ah, das weiß ich noch gar nicht, wa? Was kannst du eigentlich, Boomer? Wozu bist du gut? Teilflug, pass auf. Tiefflugangriff, okay. Den meinte ich gar nicht, ich will den da. Achso, der bringt mir manchmal Waffen, ne? So, ist gar nicht so geil eigentlich. Mal gucken, was die Perle so macht. Du triffst die richtige Entscheidung. Okay. Du gehst vor. Folg mir. Ja, natürlich gehe ich vor, Mann. Okay, wir sind schon wieder 2 Minuten dran, ne? Und ja, das wird irgendwie nicht besser mit uns. Es gab ein Patch bei Far Cry, das weiß ich, das habe ich jetzt geschnallt. Was ist denn das? Was für eine Mission habe ich gerade angenommen? Nein, folgen, vollziehen, ja. Keine Mission, keine Mission. Direkt einen Außenposten. Ah, interessant. Versuche der Schätze. Interessant. Ja. Wir wollen jetzt nach hinten hin, weil... Ich habe das Gefühl, dass das alles zu lange dauert. Mal gucken, wie du den wegmachst. Wisst ihr überhaupt? Weg ist er. War gut. Zählt das jetzt eigentlich als 2 Kills? Ja, insgesamt 2. Der Hund zählt auch. Nice. War jetzt aber nicht so lautlos, ne? Vielleicht hat er auch mich vorher gesehen, aber keine Ahnung. Was ist das? Ein Reh. Die Stelle muss ich mir merken. Verstanden. Jetzt geht's los! Alles klar. Jetzt geht's los! Plündern! Bei der Jagd kannst du heute einen Köder sammeln. Rüste einen Köder über das Waffenrad ausdrücke, um ihn zu werfen. Damit wird ein Raubtier angelockt, das die nächste Beute angreift. Wenn du Tiere nacken, zu mehr Beute und Köder. Ja. Kennen wir alles aus Far Cry 4? Nein. Zählt aber trotzdem nur als. Ja, okay. Wildlife zählt nicht als Dings. Ach man. Herausforderung abgeschlossen. Gehäutete Hirsche. Was für eine Herausforderung, Alter. Ein Vorteilspunkt erhalten. Werden wir später einlösen. Interessant, Adlers. 1 Adler, 2 Adler. Wir haben den letzten Part by the way. Beim Flugzeug doch aufgehört, ne? Wieso sind wir wieder hier hinten? Hä? Oh. Greift ihr die jetzt an? Tatsächlich, Alter. Ich werde nie mehr. Okay, hier komme ich. Scheiße, ich bin verletzt. Junge, das ist ein Boomer. Really, Alter? Keine Chance, Mann!
war mir gerade alles ein bisschen. Gott rüstet mich zu Kraft und macht meine Nein. Alter! Greifet den anderen. Hey! Wieso wurdest du nicht angegriffen? Ich halte die Stellung. Ich halte mal nicht die Stellung. Bin unterwegs, deck mich. Vorteil um Wingsuit herauszufahren. Ja, Wingsuit ist geil, Alter, will ich haben. Jetzt gerade nicht. Wo bist du, Perle? Okay. Da hinten ist hier einer. Der Puma hat doch was abgesehen! Wie, noch ein Puma? Alter! Sieh dich an! Toll, jetzt ist unser Mate da oben tot. Ein ganz normaler Tag in Mon- Die Serie, Leute, ne? Irgendwie im Far Cry kannst du keine ruhige Minute haben. Boah, da hinten sind wieder welche. Darüber. Mach dir mal platt, ich hol mal kurz ein Auto. Ja, dich greife ich jetzt gerade nicht an. Ich will jetzt endlich zur Mission machen. LOL, Double Kill. Wen habe ich da gekillt? Nein? Der Weg hat es verdient. Oh, hoppala. Sorry, das wäre ich. Nehmen? Nee. Komm, jetzt rein da. Ah, was war denn das denn da? Oder ist das Flugzeug da unten, ne? Aber ist egal. Ich kann das den ganzen Tag machen, ehrlich. Ja, das ist schön. Wir jetzt nur schnell zum Dings fahren. What the fuck? Zu eiskalten Stier. Da. Erstmal markieren. Rücken. Klatsch nixen. Das sind Außenposten oder was? Oh nee, kein Bock, Mann. Jetzt, oh Leute, das ist aber ein Kreuzchen. Wir gehen jetzt erstmal zur Mission, damit wir irgendwas noch erreichen in diesem Let's Play. Wir haben doch eine Scheibe von unten. Wir haben eine Scheibe. Weiter geht's. Kurz Unterbrechung, aber macht ja nichts. Jetzt, wo ich es mir recht überlege, alles klar, alle raus hier. Will ich für die Mission lieber einen lautlosen Friend haben. Und zwar Boomer, das ist vielleicht geiler, oder? Sind alle jetzt ein bisschen zu laut. Denk dran. Sei vorsichtig, wenn du dich Falls End näherst. Die Sekte hat die ganze Stadt unter Kontrolle. Kannst du mit reinkommen? Du musst Mary und Jerome retten. Und dann tritt den Peckys ordentlich in die Eier. Dutch out. Okay. Komm, mein Kleiner. Komm, mein Junge. Komm. Das ist die richtige Story-Mission, Leute. Den aber gerne öffnen. Türchen der Dings. Ey, du kannst ja nicht einfach durchs Feuer rennen, Mann. Dude. Okay, Ah,
Also komm, ich will nicht, dass du explodierst. Echt jetzt? Das haben die? Ja, okay, das wäre auch krass gewesen, hätten die es nicht bemerkt. Selten, ihr Peggys. Eine Geißel. Will die irgendwie Loculus töten? Und in der Helfer aus, als ob irgendwas. Um Widerstandsflucht zu halten, okay. Verschlossen. Und dann. Hey, alter Kumpel, hier ist Bert. Ich habe eine Weile nichts von dir gehört. Hoffentlich ist nichts passiert. Jedenfalls wollte ich mich verabschieden. Meine Frau und ich, wir gehen wie besprochen nach Süden. Alles Wüstental. Ist nicht viel da, außer etwas Einsamkeit. Es ist nicht perfekt, aber zum Teufel. Manchmal muss man auch wissen, wann es gut ist und man lieber den Rückzug antritt. Es ist das. Pass auf dich auf, hörst du? Jo. Ich mach mich kirre, dass du in diesem verschissenen County festhängst. Prepper wie du wollen da eigentlich nicht sein. Aber ich weiß, dass du noch da bist. Ich bewundere, dass du den Leuten hilfst. Hätte ich auch gemacht, aber ich muss auch noch an andere denken. Bis bald, Kumpel. Ja, bis bald. Vorbereitet ist der Standard ISO Frachtcontainer. Luftfilter, okay. Das ist nur eine Liste. Machete, Schutzwaffen, Reinigungsmittel und Öl. Machete. Gravity, Wasserfilter. Okay. Lebensmittel, okay, interessant, interessant. So eine Scheibe? Hier nicht. Komm schon, bleib stehen. Das ist Englisch. Interessant. Ich kann den Typen Theo. Oh. Ja, das hat keiner bemerkt. Das kann ich doch gar nicht bemerken, Mann. Guck mal, den alle. Langsam wird es ernst, Boys. Okay. Weg, Mann. Sie haben Luftunterstützung gerufen. In Deckung. Weg mit dir. Der Pilot ist in Kontakt mit dir verloren. Der besten Soldaten der Sekte. Wenn wir das Flugzeug nicht runterholen, sind wir erledigt. Deswegen wahrscheinlich, oder? Mit dem hier. Ich hole mir den Gegner von der Seite. Ich Kontakt verloren. Scheiße. Und schon. Starte Feindbeschuss. Nein.
Nein! Hey Perle, kannst du mir irgendwie helfen? Aber nicht genug Schaden. Das ist eine fucking Pistole, Mann. Nein, ich will dich wiederbeleben. Mach schnell. Nein, ich will dich nicht streicheln. Geh weg. Geh doch da runter. Als ob es so schwer ist. Ich weiß das wohl, aber ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Okay, hier ist eine Leiter. Wieso sagt er nicht, nimm die Leiter an der Seite? Weil hier da oben kein Eis ist, oder ein Maschinengewehr, ne? Weg mit dir! Juhu, voll Send! Wieso wird meine Sensibilität immer so ultra schnell, wenn ich irgendwas geschafft habe, Alter? Full Send! East 8064. Oh, nice, Alter. Open. Er wischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Kummer, noch Weinen, noch Schmerz. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Hey, Dude. Was geht ab, Bruh? Ah, ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Nice. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal widerfährt. Da widerspreche ich nicht. Oh, hallo? Willst du dir den Hals brechen? Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. So. Danke. Scheiße. Hallo. Du. Sorry, hab ich nicht gemerkt. Du machst so viel, also warum nicht auch noch Möbelpacker, hm? Huh? Ich dachte, Eden's Gate hätte das alles konfisziert. Was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Diese Stadt hat viel durchgemacht, Deputy. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Was? Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren. Easy. Was sagst du? Easy, sag ich. Machen wir. Cheers, boys. Mary wird dich hier gut verstecken. Will aber kämpfen. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Alles klar, bro. Coole Weste, by the way. Nein, Schlüsselanstieg. Gute Arbeit, Jungsfund. Aber Eden's Gate wird nicht einfach so Däumchen drehen. Wenn wir zuschlagen, schlagen sie härter zurück.
John wird versuchen, dich aus der Luft aufzuspüren und er wird bewaffnete Konvois auf die Straße schicken, um dich abzufangen. Pass bloß auf dich auf. Alles klar, bewaffneter Rallye-Konvoi, Nebenmission, juhu, Nebenmission. Forsend ist das Herz dieses gesamten Tals. Wenn du es befreist, ist das schon die halbe Miete im Kampf gegen diese verfluchte Sekte. Ich kenne Mary und Jerome schon seit einer halben Ewigkeit. Gute, ehrliche Menschen. Die lassen dich nicht im Stich. Das ist schön. Aber ich habe eine Sache, die mich... streicheln. Ich kann mich auch streicheln. Ah, netter Dude. Dein Hund ist super. Nice, danke. Ja, das ist ja die Perle, die ich angeheuert habe, oder? Nee, gar nicht wahr. Doch, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde es ein bisschen nervig, dass mein Charakter selber nicht spricht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Kirche. Und machen dann mit der Mission weiter. Fuck, Joseph, lol. Das fühlt jetzt ein bisschen bad, weil ich hier Josef heiße. Aber mit F und nicht mit P. H. Oh, sorry, bye. Wollte einfach nur ein bisschen schießen. Aber egal, ja, wir gehen zur Kirche, machen die nächste Mission. Aber bevor wir wirklich komplett reingehen und die Mission machen, sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Und wie es weitergeht. Und was für Gebete noch kommen, sehen wir dann. Oh, sorry, Dude. Was noch kommt, seht ihr dann in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschüss.